Heute sind wir mal unterwegs im Bereich Lebensmittel. Ich habe bei einer Brauereiauflösung oder Kneipenauflösung ein paar solche Edelstahl-Kecks, also so heißen die Dinger irgendwie Keck, was das ist, weiß nicht, kleines Fass oder was das bedeutet, erstanden und ich suche für meinen Balsamico, wenn der in seinem Reifefass genügend gereift ist, eine Aufbewahrungsmethode, um den Balsamico, ich sage es mal, möglichst umwelteinflussarm lagern zu können. Und diese Kecks sind, ja, ich habe keine Ahnung, 10 Jahre, 20 Jahre, ich weiß nicht, wie alt die sind. Interessant ist, auf den meisten ist tatsächlich noch Druck drauf, also die scheinen qualitativ wirklich gut zu sein. Und die haben hier oben so ein Druckventil. Und da kann man den Druck. Oh, okay, das ist nicht mehr gut, was da drin ist. Da kann man den Druck ablassen. Weil vorher bringt man den Deckel nicht auf. So, dann, da war Sirup irgendwie mal drin anscheinend für Erfrischungsgetränke. Jetzt machen wir mal das Ding hier auf und gucken mal. Da ist immer noch Druck drauf. Jetzt nicht mehr. So, und jetzt kann man hier diesen Deckel da reinstecken. Ja. Und rausnehmen. Naja, hab schon Schlimmeres gesehen als das. Allerdings wenig Schlimmeres gerochen. Das ist irgendein, riecht wie 20 Jahre alte Cola. So, das Ding muss jetzt mal sauber gemacht werden, das heißt, es geht schon mal damit los, dass die erste Dichtung, die wir haben, die sauber gemacht werden muss, ist diese Dichtung, die hier auf diesem Deckel ist, der von innen druckfest das Ding hier zumacht. Da muss ich mal gucken, wie ich den hier runter bekomme. Diese ganzen Dichtungen für diese Kecks kann man wohl im Handel relativ günstig erwerben, wenn sie nichts mehr taugen. Ich gucke mal, welche ich hier sauber machen kann. Das ist die erste Dichtung. Dann als nächstes möchte ich dieses Überdruckventil hier zerlegen, weil das hat ja auch letztendlich, ja, das hat ja auch Berührung letztendlich mit Lebensmitteln. Das dichtet hier den Druck ab und wenn es zu viel wird, drückt es diese Feder nach oben, dann haut es den Druck raus und wenn man mit der Hand anzieht, kann man den Druck ablassen. Das Ding werde ich auch sauber machen entsprechend. Und jetzt haben wir hier die beiden Ein- und Auslässe. Normalerweise sind diese Kecks dafür gedacht, dass man ganz viele in Reihe schalten kann. Dann pumpt quasi, wenn man beim letzten hinten Druckluft reinpumpt, drückt der das, was im ersten ist, hoch in den zweiten, in den dritten, in den vierten, in den fünften. Und das ist praktisch so eine ziemlich lange Schleife, wo hier immer die Flüssigkeit oder das Getränk von einem zum anderen gedrückt wird, sodass ich ganz, ganz viel Vorrat habe, um in der Zapfanlage oben was rauszubekommen. Das hat zur Folge, dass einer dieser beiden Stutzen, nämlich der Auslass, einen Rüssel hat, der bis ganz zum Boden darunter geht. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Den baue ich jetzt hier mal aus. So, das ist das Ventil. Und das ist dieser Rüssel. Das ist dieser Rüssel, der geht bis zum Boden runter und fördert quasi den Inhalt nach oben. Ihr könnt euch vorstellen, hier würde jetzt das nächste Keck stehen, da würde den Inhalt wieder durch das Ventil in den rein fördern und dann geht es wieder mit dem nächsten weiter. Den muss ich auch irgendwie sauber bekommen. Ja, der schaut zumindest optisch mal ganz gut aus. Dieses Ventil kann man auch noch zerlegen. Das schaue ich mir dann mal an, was sich da noch zerlegen lässt. Vermutlich braucht man hier innen einen Spezialschlüssel, wobei das so sauber aussieht. Vielleicht reinige ich das nur und lasse es ansonsten zusammen. Das Ding mache ich auf jeden Fall mal sauber. Und das ist das zweite Ventil, das ist das Einlassventil. Das hat nur so einen kleinen Stutzen dran. Das mache ich auch noch sauber. Und jetzt muss ich das Ding hier erstmal reinigen.
da ist irgendwas drin, was nicht besonders gut riecht. Und ja, nach dem Auswaschen werde ich das Ganze desinfizieren. Und zwar habe ich hier, aus dem Weinbau, damit desinfizieren die Fässer. Und zwar habe ich hier, das nennt sich, Kaliumpyrosulfid. Das ist irgendwas, was mit Schwefel oder sonst was hier das Zeug desinfiziert. Und dazu kommt noch Zitronensäure. Aus dem Zeug kann man eine schöne Lösung machen, die das Ding dann desinfiziert. Und das lasse ich dann auch mal einen Tag stehen, dass das wirklich komplett durchdesinfiziert ist. Und die ganzen Teile, die jetzt noch übrig sind, die lege ich in ein Gefäß ein, wo ich auch diese Lösung reinmache. Und dann ja, wird das ganze Ding durchdesinfiziert und wieder komplett zusammengebaut. Und dann wird es mein Behälter für meinen fertigen Balsamico. Und zwar habe ich vor mir eventuell sogar noch hier so einen, ich habe den irgendwo, da gibt es so diese Adapter, die man hier drauf steckt. Auf der einen Seite, um Pressluft reinzubringen und auf der anderen Seite, um die Flüssigkeit rauszufördern, sodass ich vielleicht sogar ein kleines bisschen Druck drauf gebe und einen kleinen Hahn hinmache, dass ich es direkt von hier in die Flasche per Druck dann ausfüllen kann. Ja, so viel zum Thema Keck. Jetzt machen wir es mal sauber. So, ich schmeiße jetzt den Deckel. Hier habe ich mir jetzt eine Lösung angemacht mit diesem Pyrosulfid, 10 Gramm auf 1 Liter Wasser. Damit kann man es schön zur Desinfektion verwenden. Es scheint wohl lebensmitteltechnisch gar nicht so dramatisch zu sein, wenn da irgendwelche Spuren noch übrig sind, weil man das wohl in einer sehr, sehr, sehr verdünnten Version auch im Weinbau einsetzt und direkt dem Wein zufügt, um den Wein anscheinend irgendwie daran zu hindern, dass er schlecht wird während der Gärung. Des Weiteren schmeiße ich jetzt hier meine Dichtungen noch mit rein und das Überdruckventil und die kleinen hier, da schaue ich mal, dass man hier oben diese Dinge draufdrückt, dann fallen hier die kleinen Ventile raus und sind nur noch die Ventilhülsen da. Das schmeißen wir hier auch mal rein. Der Stift von dem ist hier reingesteckt, den bekommt man auch raus, wenn man hier einfach ein bisschen vorsichtig nackelt, dann kommt einem der auch entgegen. Und hier ist auch nochmal dieses Federchen drin, das das Ventil, die Ventilfunktion abdichtet. So, all das schmeiße ich jetzt hier zusammen mit dem Füllrohr mal da rein. Das Füllrohr kommt nachher noch hier rein, wenn da auch noch eine Lösung drin ist zum Durchwaschen. Aber das lege ich jetzt hier mal ein, dass das alles jetzt schon mal aufweicht und desinfiziert. Und jetzt gehe ich mal raus und spüle mal das ganze Ding hier komplett mit dem Schlauch durch, dass das Ding sauber wird. Und dann setze ich hier drin auch nochmal eine Desinfektionslösung an und desinfiziere das Ding auch noch über Nacht durch. Ich habe jetzt mittlerweile hier 20 Liter Desinfektionsmittel bis zum Rand rappelvoll. Der Vorteil ist, wenn man etwas dünnere Arme hätte wie ich, dann könnte man da vielleicht sogar reinlangen zum Putzen, aber da bräuchte man so Ärmchen, wie ich Handgelenke habe, ungefähr, um ins Loch reinzukommen. Ich habe mir dann einfach ein Stück Holz genommen, den Zauberschwamm vorne hin und habe das Ding innen mal komplett so weit sauber gemacht, dass es mal mechanisch gereinigt war und jetzt noch mit Desinfektionslösung aufgefüllt bis zum Rand. Jetzt habe ich hier noch diesen Deckel, den möchte ich hier jetzt auch noch sauber machen, dass wir den auch noch vernünftig hinkriegen. Der schaut nämlich auch nicht so toll aus, sowohl von außen als auch von innen. Ich werde mir auch morgen von zu Hause noch irgendwie einen, ja, keine Ahnung, was ich da nenne, Flaschenputzer oder der ist zu großen Flaschenputzer, irgendwie einen Pfeifenputzer oder sowas wäre gut, um hier das Innenteil noch sauber machen zu können. Da weiß ich noch nicht, wie ich reinkomme, hier in dieses Gewinde hier innen. Ansonsten den Rest, wo man überall mit dem normalen Schwamm hinkommt, oder mit dem Zauberschwamm oder mit was auch immer, das machen wir halt ganz herkömmlich, konventionell sauber, wie man es schon immer gemacht hat. Vernünftig putzen. Boah, das Zeug stinkt nach Schwefel. Puh, das ist bestimmt ganz gesund. Jetzt weiß ich ja, warum das so desinfiziert. Das riecht echt übel. Das muss ich echt abdecken über Nacht. Nicht, dass die Katzen auf die Idee kommen, das zu trinken. Weil ich kenne ja meine zwei Pappenheimer, die kommen ja auf die allerblödsten Ideen. So. Mit dem Ding
Boah, das ist irgendein Schwefelwasserstoff oder irgendwas da rauskommt. Keine Ahnung. Mit dem machen wir mal hier das Ding vorsichtig zu, dass die Katzen da nicht mehr rankommen, mal ohne, hoppala, ohne Dichtung, ohne alles. Einfach nur mal zu. So, dann kommen wir die da schon immer hin. Weiter geht's mit unserer Keckreinigung. Über Nacht waren jetzt die ganzen Teile hier in der Brühe eingelegt. Boah, die riecht immer noch so übel. Dieser Schwefeldampf ist krass. Ich habe hier ein Holzfass. So eins. Das muss auch desinfiziert werden. Und deswegen nehme ich jetzt die Brühe, die ich hier übrig habe, und schütte die gleich mal hier rüber. Weil die ist mit Sicherheit noch gut. Selbiges gilt jetzt dann für die Brühe hier. Hier muss ich mal aufpassen, da planscht es recht schön. Das ist vor allem auch ein bisschen schwerer. Das Ding hat irgendwo so gute 25 Kilo, ganz grob. So, den Rest werden wir jetzt hier mal entsorgen. So, mein Fass habe ich hier komplett jetzt unter der Desinfektionslösung stehen. Und das Keck sieht, ich kann es euch nicht zeigen, weil ihr nicht reinschauen könnt, das sieht wirklich gut aus. Ich habe das eher mit dem Zauberschwamm schon sauber gemacht gestern. Die mechanischen Reste, die unten waren. Und ansonsten sieht das mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Also ich würde sagen, das Ding ist jetzt mal desinfiziert und sauber. Ich spüle das jetzt dann trotzdem mal mit etwas klarem Wasser nach. Allein schon, um den Rest von dem Zeug, was da drin ist, zu neutralisieren ein bisschen. Und ganz am Schluss, wenn ich fertig bin, kommt nochmal so ein Bröselchen von diesem Dingsbums-Sulfid rein, so in der Größenordnung, dass wenn man es ausschüttet, dass man es nicht mehr nachspülen braucht. So, jetzt hauen wir hier nochmal ein Liter Wasser rein. Und machen das Ding hier gleich mal dicht. Ich möchte eigentlich immer noch hier innen dieses Gewinde irgendwie ein bisschen rauswaschen. Hier noch unser Überdruckventil. Oh, das ist mittlerweile auch schön sauber. Könnt ihr das jetzt zerlegen, indem man einfach den Ring oben rausnimmt, dann fällt es nach unten raus. Aber das sieht so blitzeblank aus. Wichtig ist, vergesst nicht diese kleine Gummidichtung, die da vorne drin ist. Ohne die habt ihr ein echtes Problem. Und die fällt hier gerne mal raus. Dann kommen wir zu den beiden Ventilen. Wenn ihr jetzt die Ventile wieder zusammensteckt, denkt dran, es gibt bei den Ventilen zwei verschiedene.
Es gibt einmal das Ventil für CO rein, das ist dieses. Und es gibt das Ventil für Flüssigkeit raus, das ist dieses. Die unterscheiden sich nur marginal durch die Rastung für den Kugelverschluss. Das für rein hat eine dünnere Nut hier, eigentlich ist es eine Feder. Und das andere hat eine größere Feder hier, das für Material raus. Am Keck selber ist es beschriftet ein und aus. Irgendwas muss ich da durchjagen. Irgendwas möchte ich da durchjagen. Ich jage jetzt da mit dem Kompressor mit 10 Bar einfach mal so ein feuchtes Papier durch, damit das innen auch noch einmal durchgedrückt ist. Schrauben wir mal fest. Und dann geben wir da mal ein bisschen Druck auf die Flasche. Ballverschlüsse für den Einlass und den Auslass. Und nachdem jetzt noch Wasser drin ist, wenn ich das auf den Auslass drauf stecke, müsste eigentlich das Zeug rauskommen. So, hier habe ich die beiden Ventilverschlüsse, die Ballverschlüsse für den Einlass. Damit kann ich hier ein bisschen Druck drauf geben. Und für den Auslass habe ich beim Ali mir jetzt noch eins bestellt mit einem kleinen Hahn dran. Das kommt jetzt dann, wenn der Balsamico drin ist, auf das Fass drauf. Dann kommen irgendwo 0,5 oder 1 Bar Druck drauf. Und wenn man dann den Hahn öffnet, dann wird der Balsamico, wie ihr es vorher gesehen habt, wie das Wasser rausgeschossen ist, wird der Balsamico über den Auslass entsprechend rausgefördert. So, ja, das war's soweit mit dem Thema Keck. Als nächstes fange ich jetzt einmal an, mein Fass hier sauber zu machen.